Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem neuen Gele Peel Video. Ich zeige euch heute eine Schlüsselanhänger-Idee und zwar habe ich dafür wieder Backpapier hier ausgelegt und ich habe das geviertelt und ihr seht, auf einer der unteren Schichten habe ich schon mal ein Herz vorgemalt. Das Ganze wieder so ein bisschen Valentinstagsthema und ich habe hier Glitzer. Ich werde nämlich einmal testen, was passiert, wenn ich hier auf das Gele Peel nachher noch nachträglich Glitzer drauf streue. Ich habe hier zwei Farben ohne Glitzer. Und als erstes kommt natürlich jetzt einmal hier die Tülle drauf. Den Stöpsel rausnehmen vorsichtig. Und aufgeben. Und los geht's mit der ersten Schicht. Da kommt erstmal kein Orange und da ist das Orange. Es ist bei solchen Bastelsachen natürlich immer gut, ein bisschen Küchenrolle in der Nähe zu haben, um so Farbe immer wieder aufnehmen zu können oder vielleicht auch, um das, was vorher rauskommt, wegwischen zu können. Und los geht's mit dem Herz. Ihr seht, das wird ein richtig schöner, großer Schlüsselanhänger. Und das ist schon mal die erste Schicht in Orange. Ich denke, ich werde 2 bis 3 Runden pro Farbe machen, immer abwechselnd. Und hier kommt diesmal auch direkt Farbe. Drei Schichten pro Farbe sind jetzt fertig und jetzt kommt der Glitzer drüber. Ich habe hier so ein kleines Döschen und natürlich gelangt der Glitzer so jetzt nur auf eine Seite. Momentan hält es ja noch schön fest am Backpapier. Ich lasse es jetzt mal so mindestens 6 bis 8 Stunden trocknen, vielleicht auch einen ganzen Tag und nehme es dann einmal ab. Und dann bin ich sehr gespannt, wie viel Glitzer haften bleibt. Nach insgesamt 24 Stunden ist das Herz jetzt gut getrocknet und ich denke, ich kann es jetzt auch vom Backpapier gut ablösen. Hier seht ihr schon mal den Anfang. Aber vorher nehme ich noch mal den Glitzer runter und streue ihn einfach hier rüber. Der Glitzer kommt zur Seite weg. Und ich schaue mal. Und hier ist jetzt das Glitzerherz. Der Glitzer hält richtig toll und von der anderen Seite glitzert es jetzt tatsächlich auch ein bisschen. Das kommt jetzt daher, weil ich natürlich auch Glitzer an den Händen habe. Aber da wird der Glitzer natürlich mit der Zeit wieder abrieseln. Vielleicht bekomme ich ihn gleich sogar mit einem Stück Küchenpapier auch wieder ab. Aber hier auf der Vorderseite, der Glitzer hält natürlich jetzt fest und lässt sich hier auch nicht abstreifen. Wirklich sehr, sehr cool. Und ich suche mir jetzt mal so eine kleine Kette, damit ich es auch mit einem Schlüssel verbinden kann. Die Kette habe ich jetzt hier einfach durch das Herz durchgefädelt, dann durch den Schlüssel und zugemacht. Und so sieht jetzt die fertige Kombination aus. Hier einmal mit der glitzernden Seite, hier die andere, die auch ein bisschen glitzert, muss ich jetzt zugeben. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach den Abonnieren-Button unten drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!